triggern dich die Nachrichten von deinem Ex oder deiner Ex auch des Öfteren mal und weißt du nicht, wie du damit umgehen sollst? Dann bleib heute dran. Ihr Lieben, in meiner Online-Gruppe zur Heilung nach toxischen Beziehungen, aber auch in meinen 1:1-Coachings kriege ich eine Dauerbrennerfrage immer wieder geliefert. Und es ist immer die Frage, wie gehe ich damit um, wenn mich die Nachrichten von meinem Ex-Partner, meiner Ex-Partnerin triggern? Was kann ich da tun? Es gibt Situationen, in denen man keine Kontaktsperre durchhalten kann bzw. durchführen kann. Einfach weil man ein gemeinsames Kind hat, weil man vielleicht ein gemeinsames Unternehmen führt, weil vielleicht die Scheidung am Laufen ist und noch bestimmte Dinge geklärt werden müssen. So oder so, es gibt Momente, in denen null Kontakt einfach nicht möglich ist. Und dann erfahren wir einfach zum Teil Dinge über unsere Ex-Partner, die uns manchmal vielleicht wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen und uns das Gefühl geben, so, wow, das darf überhaupt nicht wahr sein, das macht mich gerade irre. Ja? Ein Klassiker ist, wenn man zum Beispiel erfährt, dass er eine neue Freundin hat. Und wenn er mit dieser neuen Freundin so rein zufällig noch auf Urlaub fährt und deswegen das Kinderwochenende verschieben möchte und dann noch dazu genau dorthin auf Urlaub fährt, wo du immer mit ihm hin wolltest, dann ist Dampf im Kessel. Und dann fühlen sich wahrscheinlich 9 von 10 Menschen da draußen völlig getriggert und wissen überhaupt nicht mehr, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Und genau um so etwas geht es hier. Darum, dass man nicht mehr weiß, wohin mit sich selber, wenn man solche Dinge erfährt, weil man nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Wie kannst du also mit so einem Trigger umgehen? Mach dir mal klar, wenn dich etwas triggert, dann erlebst du eine Stressreaktion. Der allererste Schritt von dem ist mal klar zu kriegen, da triggert mich was und was ich drauf oder wie ich drauf reagiere und was ich zeige, ist eine Stressreaktion. Na? Unsere Stressreaktionen kommen aus dem zweitältesten Teil in unserem Gehirn. Wir haben no way irgendwie eine Möglichkeit, das großartig zu verändern. Ja? Das heißt, was du im ersten Schritt eigentlich lernen musst, ist mal mit dieser Stressreaktion umzugehen. Na? Wenn du hernimmst die Stressreaktion Angriff, Fight, ja, dann wirst du getriggert und setzt dich wahrscheinlich in der Sekunde hin und fangst an, wie verrückt zu tippen, ja, und schreibst ihm irgendwie was zurück nach dem Motto, na, hat ja nicht lang gedauert und ach, geht ja doch offensichtlich nur nicht mit mir oder irgendwelche anderen Nachrichten, die auf das Bezug nehmen. Das Problem daran ist, dass sie dich natürlich extrem verletzlich machen, weil du, solange du in der Stressreaktion reagierst, ja auch ganz viel von dir emotional hergibst. Du ziehst dich quasi emotional nackig aus vor deinem oder deiner Ex und lieferst mit deiner Stressreaktion auch einen totalen Einblick daran, wie es dir gerade geht. Und genau das wollen ja viele von euch nicht. Also, wir haben eine Stressreaktion. Angriff, ich greife zum Handy und schreib sofort zurück oder rufe an oder hinterlasse eine böse Sprachnachricht, whatever. Ja, Flucht. Ich kann es überhaupt nicht glauben, ich fange an zu putzen oder ich setze mich hin und fange an, wahllos auf Instagram herumzuscrollen oder auf Amazon zu shoppen oder sonst irgendwie was zu tun, nur um das irgendwie in meinem Körper zu containern. Ja, Freeze, ich friere ein. Ich setze mich am Küchentisch, nachdem ich das gelesen habe, kann nicht mehr atmen, kann nicht mal weinen, kann aber auch nicht großartig sprechen und gehe in einen totalen Freeze-Zustand mit unterschiedlicher Dauer. Hilf dir selber, aus dieser typischen Stressreaktion rauszukommen. Alles, was dich vor allem auf sensorischer Ebene während so einer Stressreaktion beschäftigt, hilft dir. Mein Liebling, die wahrscheinlich bei vielen eh schon bekannte Schmetterlingsumarmung. Hak die Daumen ineinander ein, klapp die Hände hoch, leg sie dir auf den Brustkorb und fang an, abwechselnd zu klopfen. Du kannst diese Schmetterlingsumarmung auch gerne ausdehnen, während du in dieser Reaktion bist
und auf deine Schultern hochgehen und auf deinen Schultern klopfen, langsam und abwechselnd. Ja, wir reden von tappen, nicht prügeln, bitte. Ja, und einfach mal beschreiben, was da ist. Oh, das hat mir jetzt gerade echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Das war nicht leicht für mich zu lesen. Das kostet mich jetzt gerade viel Kraft, das mitzukriegen, was hier gerade passiert. Verbal begleiten und mit tiefen Atemzügen, vergiss das Atmen nicht, begleiten, was gerade bei dir dran ist. Und die ganze Zeit ganz liebevoll mit dir selber dich abtappen, abklopfen. Und dann kannst du beginnen, noch in der Stressreaktion, ja, fester zu klopfen, anzufangen, deine Oberarme zu rubbeln, auf und ab zu reiben, ja, und dann wirklich bis die Arme, die Hände runterreiben, die Hände schütteln, alles schütteln im besten Fall, ja. Man hat beobachtet, dass im Tierreich, ja, wenn Tiere einen Schock erlebt haben, eine Gazelle, die vom Löwen gerissen wird, aber es irgendwie schafft, wieder frei zu kommen, ja, die bleibt ganz kurz stehen, die ist in ihrem Freeze-Zustand drinnen, und beginnt sich dann am ganzen Körper abzuschütteln und läuft dann weiter. Hilf deinem Körper, während dieser Stressreaktion möglichst schnell aus deiner bevorzugten Stressreaktion, also Kampf, Flucht, Einfrieren, rauszukommen, indem du ihm eine sensorische Leistung gibst, eine sensorische Leistung abverlangst, so meine ich das. Ja? Also du gibst ihm, während du im Stress bist, einen sensorischen Input, indem du dich berührst, tappst, abrubbelst und beginnst zu schütteln. Damit unterbrichst du auch die Stressreaktion früher, als sie möglicherweise im eigenen Ablauf brauchen würde, um wieder auszulaufen und um sich wieder zu beruhigen. Das ist der allererste Schritt. Alles hier, das dir hilft, den Vagusnerv zu beruhigen, längster Nerv im Nervensystem, zuständig für Rest and Digest Modus, zuständig dafür, dass du wieder in einen Ruhemodus kommst und klar wirst und entspannt wirst und vor allem klar denken kannst. Ja, alles, was dem Vagusnerv hilft, alles, was, also wie zum Beispiel auch EFT, und das läuft eben alles über sensorische Inputs, ja, wird dich unterstützen. So, also, fang die Stressreaktion auf, beschreibe, was ist, fang sie auf, tappe dich ab, berühre dich und hilf die Stressreaktion zu verkürzen und für dich wieder runterzukommen. Denn zweitens, der zweite Schritt wird sein, warte. Du schiebst keine Reaktion auf eine triggergeladene Nachricht innerhalb von 10 Minuten. Mach das nicht. Gib dir selber Zeit, damit umzugehen, es zu integrieren und im besten Fall drüber zu schlafen. Selbst wenn es eine wahnsinnig unruhige Nacht wird und du das Gefühl hast, ich muss es aber jetzt schreiben, dann habe ich es so quasi auf my chest. Nein, du hast es dir nicht losgeredet und du bist es nicht los, weil du schickst es zurück und dann fängt dein Heckmeck an, der zwischen dir und deinem Ex oder deiner Ex hin und her geht und der nur noch mehr Aufregung bringt. Lerne, deinen Stress im eigenen Körper wahrzunehmen und zu handeln. Lerne zu warten. Gib deinem Körper eine Nacht, auch deinem Nervensystem eine Nacht, sich zu regenerieren und du wirst am nächsten Tag, ich verspreche es dir, die Welt neu sehen. Selten ist was so dringend, dass es sofort eine Antwort braucht und nicht wenigstens ein paar Stunden, vielleicht sogar eine Nacht warten kann. Was als schriftliche Nachricht reinkommt, das ist meine Grundsatzmaxime, braucht keine Antwort innerhalb von kürzer als 24 Stunden. Wenn es ein Notfall ist, wird er ja wohl hoffentlich anrufen oder sie. Und alles andere, was schriftlich kommt, darf 24 Stunden Reaktionszeit haben. Nimm dir diese Zeit. Ich verspreche dir, du wirst am nächsten Tag die Dinge anders sehen und würdest am nächsten Tag eine andere Nachricht schicken als in der Sekunde. Denn möglicherweise hast du am nächsten Tag das Gefühl, ich möchte das gar nicht mehr mit meiner Aufmerksamkeit beschenken, diese Nachricht. Ich möchte eigentlich gar nichts schreiben. Okay. Möglicherweise hast du am nächsten Tag das Gefühl, doch, es gibt für mich grundsätzlich was zu klären und das möchte ich machen und jetzt schreibe ich es.
halbwegs ruhig und halbwegs sachlich und vor allem kurz runter. Grenzen und Regeln zu klären, abzustecken, ist immer ein Ding von Kürze, nicht von einem 24-seitigen Regelwerk. Ja? Also möglicherweise möchtest du am nächsten Tag noch was klarstellen? Dann mach das. Du wirst es garantiert in einem anderen Ton machen. Und dann, wenn du das auf einer inhaltlichen Ebene für dich geklärt hast, dann hast du Zeit, an den eigentlichen Trigger zu gehen. Weil den wirst du so oder so nicht in 2 Sekunden gelöst haben. Dann hast du Zeit, dann hast du gelernt, so kann ich mit meinem Stress umgehen. Das ist meine bevorzugte Stressreaktion. Das hilft mir am besten, hier rauszukommen. Ich warte 24 Stunden, ich kläre das, was es zu klären gibt. Und dann schaue ich mal an, warum triggert mich das so? Und dabei kannst du dir Unterstützung holen. Ob du das selber machst, indem du es mit Journaling aufarbeitest, indem du es mit, ganz gut bei Trigger ist immer, wenn man arbeitet mit The Work von Katie Byron, der Trigger hinterfragen. Der, oder du holst dir Hilfe. Du kommst zu mir oder du kommst in unsere Gruppe, wenn es in dem Fall um einen toxischen Menschen geht, der dir das Leben und die Heilung erschwert. Wie auch immer, ich freue mich, wenn du mit diesem Video, mit diesem Podcast, wo auch immer du das hier jetzt gerade konsumierst, wenn du das hilfreich findest und damit was anfangen kannst. Schreib mir gerne, wenn du gute Übungen hast, die dir helfen, deine Stressreaktion zu reduzieren, beziehungsweise teilt auch gerne mal mit, was euch so triggert an Nachrichten vom Ex. Einfach mal, manchmal hilft es zu sehen, ich bin nicht allein. Es sind so viele da draußen, die sich über die gleichen und ähnlichen Dinge ärgern wie ich. Und wenn du mit mir arbeiten möchtest, findest du so ziemlich überall die Links zum Zugang in meine Gruppe beziehungsweise zur Kennenlernstunde mit mir. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Liebe.